Wünschst du dir, dein Mittagessen wäre aufregender? Oh, so wie dieser leckere Wrap, den Jake hat. Das Ding ist ein Riesenmonster. Wenn ich nur einen kleinen Bissen bekommen könnte. Genau genommen, Jake, du kannst den ersten Bissen von mir haben. Nee, danke. Ich sagte, nimm den ersten Bissen. Ja, wenn du drauf bestehst. Ja, das ist lecker, danke. Hey, ja, und kann ich jetzt deinen Wrap probieren? Ach, wie unhöflich von mir. Wow, Manni hat mir ja fast den Finger abgebissen. Und das ist nur einer der vielen Streiche, die wir uns ausgedacht haben. Oh, das ist mein dritter Tag Nachsitzen diese Woche. 100 Blätter, oh, fertig. Ich sollte nach dem Mittagessen anfangen, Kaffee zu trinken. 100 Blätter, komplett fertig. Denkst du, dass du dich jetzt an die Regeln halten wirst? Oh, hat er das wirklich gerade getan? Ich hatte einen Schreibkrampf für nichts. Der Typ denkt ja nicht mal klar. Damit darf er nicht durchkommen. Diesen Trick wird er nie kommen sehen. Zeit für ein bisschen Spaß. Niemand mag schmutzige Finger. Schwarze Marke sind so vielseitig. Ja, das sollte reichen. Das wird Ihnen eine Lektion erteilen, Herr Lehrer. Oh, ich mach mich mal auf den Weg. Er kommt raus. Oh, diese Augen brauchen definitiv eine Pause. Ja, und gewaschen werden müssen sie auch. Worüber lachst du denn, Schülerin? Ja, das war das Nachsitzen wert. Genau rechtzeitig geschafft. Hoffentlich hast du für den Test gelernt. Viel Glück, Fräulein. Noch eine? Drei Tage hintereinander? Oh, die letzten Tage waren anstrengend. Bereit für einen neuen Test? Ich habe doch kaum Zeit, das alles zu lernen. Oh, der denkt, der sei tough, was? Mann, der genießt diese Folter richtig. Ich schwöre, ich explodiere. Das Ding ist schon alle. Ich habe aber auch kein Glück. Aber ich. Brauchen Sie so einen? Ja, danke, sehr hilfsbereit. Ja, zumindest sieht es so aus. Ja, das ist blaue Tinte überall. Oh, diese Tests sind alle ruiniert. Wenn du dasselbe machen willst, gieß ein bisschen Tinte in einen unaufgeblasenen Ballon. Sobald er voll ist, halte den Ballon und drücke die Tinte nach unten. Und dann mach einen Knoten rein. Ganz einfach. Jetzt musst du nur noch den Zipfel abschneiden. Hast du deinen Tacker griffbereit? Kleb doppelseitiges Tape hier an. Dann zieh die Folie ab. Kleb dann den Farbsack drauf. Und schon kannst du losgehen. Das ist eine Schande für die Wissenschaft. Ja, ich war das nicht. Ich hab den von ihrem Tisch da. Nee, von seinem. Du wirst nachsitzen. Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe. Ach, naja, ist egal. Dieser Streich war brillant, brillant, brillant. Gut, dass ich schon früher hier bin. Was geht denn, Madison? Ja, irgendwas riecht hier nach Gift. Boah, du lackierst dir die Nägel? Stört dich das, großes Baby? Dieser Raum hat keine Lüftung. Du liebst diesen blöden Nagellack? Dann lass mich den mal nutzen. Trage Klarlack auf die Spitze eines Stiftes auf. Achte darauf, komplett die Spitze einzuhüllen. Ja, viel Spaß beim Schreiben mit diesen Stiften. Na schnell, bevor sie sich wieder umdreht. Beeilung! Was soll denn das? Fass mein Zeug nicht an, Alter. Und heute ist Testtag?
Hm? Der kann doch nicht schon alle sein. Ja, zum Glück habe ich mir. Echt jetzt? Die können doch nicht alle sein. Das ist wie ein Albtraum. Ach, hattest du deshalb meinen Nagellack? Schuldig im Sinne der Anklage. Mann, jetzt falle ich durch den Test. Und die Krise ist überwunden. Oh, endlich Pause. Ich kann es kaum erwarten, die hier zu öffnen. Hallo, ihr süßen Leckerbissen. Was ist nur mit diesem Mädel los? Wurde die von Wölfen großgezogen? Die fragt ja nicht mal. Und mir bleibt ein mickriges übrig? Dieses Mädchen ist der Teufel, ich schwör's. Aber wenn sie schmutzig spielen will, dann spiele ich das Spiel eben mit. Mal sehen, ob sie es mag, ihre Hand in eine Tüte feuchten Kleber zu stecken. Sobald die Tüte voll ist, ist Showtime. Hoffentlich schluckt sie den Köder. Ew, was zum Teufel ist das denn? Oh, das ist total eklig und klebrig. Das ist doch keine Körperflüssigkeit, oder? Das ist nur Kleber, du Drama Queen. Das sollte ihr eine Lehre sein. Willst du einen Zaubertrick sehen? Ja, ganz toll. So geht echte Magie. Das ist auf meinem Kopf, richtig? Ernsthaft? Lahm. Ach, du denkst also, du kannst das auch? Okay, lass mich mal machen. Du hast sie wirklich draufgelegt, oder? Mhm. Eins. Zwei. Drei. Hä? Warum fällt dir denn nicht ab? Ja, wahrscheinlich, weil du nicht hart genug schlägst. Der schlägt sich tatsächlich selbst. Oh, du hattest die Münze die ganze Zeit? Du, komm zurück! Findest du diese Streiche witzig? Der Tacker-Tinten-Explosionshack war der Kracher. Teile dieses Video mit deinen Freunden und lass sie am Lehrerstreich Spaß teilhaben.